Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Leute, Rebirth Island wurde jetzt offiziell bestätigt. Das heißt, die ganzen Leaks, worüber wir in den letzten Tagen, in den letzten Wochen geredet haben, stimmen alle. Und wir werden in diesem Video über alle neuen Informationen, über neue Leaks und so weiter und so fort zu Rebirth Island reden. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video, lasst ein Like da für Rebirth Island, lasst ein Abo da für mehr Call of Duty Videos von mir in der Zukunft und ich würde sagen, wir fangen an. Doch bevor das Video startet, ein kurzes Wort zu meinem Partner U4GM. Hier gibt es COD-Punkte bis zu 50% billiger. Außerdem bieten sie Hilfe bei der Freischaltung von Tarnungen an und sogar die Hilfe bei der Nuke und vieles mehr. Deswegen checkt gerne den Link in der Beschreibung ab und gebt Code Mantel für 5% Rabatt ein. Wir haben gestern einige neue Teaser zu Rebirth Island von Call of Duty selber bekommen. Deswegen waren die ganzen Leaks zu Rebirth Island in Season 3 richtig und es ist jetzt auch offiziell bestätigt, dass Rebirth Island in Season 3 kommen wird. COD hat gestern nämlich einmal dieses Bild hier zu Rebirth Island gepostet. Hier steht Hashtag Rebirth Day 3. April und im Hintergrund sehen wir den Umriss von Rebirth Island. Dazu haben sie auch noch einen Link gepostet mit dem Trailer zu Rebirth Island, der heute um 16 Uhr rauskommen wird. Ich habe euch den Link zum Trailer einmal in die Beschreibung gepackt, eventuell auch in den Kommentaren angepinnt, muss ich mal schauen. Und ich werde natürlich auch direkt ein Video machen, wenn der Trailer rauskommt. In diesem Video werden wir dann den Trailer komplett durchgehen. Wir werden ihn analysieren und ich werde euch natürlich meine erste Reaction zu dem Trailer zeigen. Das Video wird dann wahrscheinlich um 17 Uhr oder 17.30 Uhr rauskommen. Ich bin wirklich extrem gespannt. Leaker haben übrigens bereits schon Zugang zum Trailer, aber sie haben ihn noch nicht gepostet, weil sie die Überraschung nicht versauen wollen. Finde ich persönlich sehr korrekt von den Leakern, dass sie es nicht machen wollen. Aber wir haben eine weitere interessante Information eventuell und zwar ist es die Länge des Videos, die ist 1 Minute und 38 Sekunden. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Die perfekte Länge für so einen Trailer, denke ich mal. Und in diesem Trailer werden wir dann Gameplay sehen. Wir werden neue Operator sehen, die wir dann in Season 3 bekommen werden. Wir werden irgendwelche Sachen sehen, wo wir denken, wow, was ist das denn? Irgendwie so ein Überraschungseffekt werden wir sehen, denke ich mal. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt auf den Trailer, der heute um 16 Uhr rauskommen wird. Anschließend hat Call of Duty dann auch noch dieses Bild hier gepostet mit der Map und den Orten auf Rebirth Island. Wir fangen einmal ganz unten links an. Da haben wir einmal Stronghold, wir haben Living Quarters, wir haben Factory, Headquarters und Control Center. Dann haben wir Dock, Prison und Harbor und zu guter Letzt haben wir hier noch Industry, Chemical Engineering und Bioweapons. Hier sehen wir auch nochmal ein Bild von Rebirth Island, wie es in-game sozusagen aussehen wird. Es ist übrigens Rebirth Reinforced, also die Rebirth-Variante aus 2022, während Vanguard das aktuelle COD war. Wir können übrigens auch eine Blueprint für die WSP bekommen, indem wir auf diesen Post hier von Call of Duty mit Call of Duty, Leerzeichen deiner Activision-ID, Leerzeichen Hashtag Rebirth Day antworten. Diese Blueprint werden wir dann am 3. April bekommen, wenn Season 3 rauskommt. Wenn ihr das da in die Antworten gepackt habt, wird euch COD einfach antworten mit einem Bild und sagen, dass es bestätigt ist, dass ihr das geschafft habt und dann werdet ihr am 3. April die Blueprint bekommen. Den Link dazu habe ich euch einmal in die Beschreibung gepackt. Kommen wir jetzt zu den Leaks, die wir bis jetzt schon zu Rebirth Island haben. Und zwar wissen wir, laut Leaks, dass wir schwimmen können, was wirklich sehr cool ist. Die Schwimmmechanik sowieso in COD wirklich goated, richtig geile Schwimmmechanik. Wir können das erste Mal auf Rebirth Island schwimmen. Wird auf jeden Fall ganz cool, weil ich denke mal, es wird gutes Wetter da sein. Man muss sich auch ab und zu mal abkühlen können im Wasser. Das werden wir dann machen können. Rebirth Island wird übrigens auch eine modernisierte Version vom alten Rebirth Island sein. Das heißt, Grafik wird besser sein. Die Lichtverhältnisse werden besser sein. Es wird alles einfach ein bisschen geiler aussehen, denke ich mal. Und das Licht soll auf Rebirth Island ähnlich wie auf Fortune's Keep sein, was ich wirklich sehr geil finde. Ich hoffe das so sehr, dass das Licht wirklich so ist wie auf Fortune's Keep, weil auf Fortune's Keep haben wir ja richtig geiles Wetter, Sonne scheint, alles ist sehr hell, man hat einfach sehr gute Laune, wenn man auf Fortune's Keep spielt, weil das Wetter so gut ist. Und wenn auf Rebirth Island das Wetter so ähnlich ist wie auf Fortune's Keep, finde ich das persönlich schon mal sehr geil, weil die Sonne dann scheinen wird, blauer Himmel, gute Laune und so weiter und so fort. Das passt ja auch perfekt zum Sommer. Nicht so wie
Ashika Island. Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat mit den Wolken auf Ashika Island. Da kriege ich direkt Depressionen auf Ashika Island. Deswegen bin ich so froh, dass wir jetzt hier Maps mit Licht haben, ohne Wolken, weil ich feiere Wolken einfach gar nicht. Dann wird es noch neue Easter Eggs geben. Dazu werde ich natürlich auch noch Videos machen. Sobald ich weiß, wie man die Easter Eggs lösen kann, werde ich euch sagen, wie das Ganze funktioniert, welche Belohnungen ihr dafür bekommt und so weiter und so fort. Übrigens kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir diesen Gefängnis-Skin hier als Belohnung für ein Easter Egg auf Rebirth Island bekommen könnten. Zusätzlich dazu werden wir übrigens auch noch das Spezialisten-Extra bekommen. Das Spezialisten-Extra soll aber erst im Reloaded-Update rauskommen. Das heißt Anfang Mai oder sowas. Außerdem werden wir auch noch das ein oder andere neue Gebäude sehen, wie dieses Gebäude, was ihr jetzt hier seht auf der rechten Seite. Das soll wohl ein Conny-Gebäude sein, Conny-Außenposten-Gebäude mäßig, wie wir das auch schon auf Fortune's Keep gesehen haben mit dem Conny-Außenposten. Da bei Winery und Keep, da sehen wir ja diesen Conny-Außenposten. Das wird dann diesmal auch auf Rebirth Island der Fall sein. Sie haben das gemacht, um das einfach mit der Storyline von MW3 zu matchen. Wir haben bis jetzt aber noch keine Informationen zum Ranked-Modus. Ich persönlich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir einen Ranked-Modus auf Rebirth Island bekommen werden. Man muss aber bedenken, dass Rebirth Island wirklich deutlich kleiner ist als Fortune's Keep. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so einfach, dort Ranked zu spielen. Aber ich würde mich trotzdem extrem freuen, wenn ein Ranked-Modus rauskommt. Neue Informationen dazu gibt es wahrscheinlich dann Mittwoch mit der Roadmap und dem Blogpost. Wir haben ja gestern übrigens auch schon über die neuen Waffen geredet. Und zwar bekommen wir ja die BAL-27. Das ist ein Sturmgewehr aus Advanced Warfare. Und die Morse, das ist eine Sniper aus Advanced Warfare. Diese beiden Waffen sollen wir wohl im Battle Pass freischalten können. Und die MP9 soll man entweder durch eine wöchentliche Herausforderung oder durch einen geheimen Battle Pass Sektor im Reloaded Update freischalten können. Außerdem können wir morgen, das ist jetzt wirklich ganz wichtig, um 17 Uhr diese animierte Tarnung der wöchentlichen Herausforderungen freischalten. Dafür müssen wir alle 8 wöchentliche Herausforderungen abschließen, um diese Tarnung freizuschalten. Dazu gibt es jetzt auch schon neue Gameplay-Leaks. Ihr seht das jetzt hier gerade im Hintergrund, wie das aussieht. So sieht sie in-game aus. Es sind einfach geile animierte Flammen. Ich freue mich wirklich extrem, sie freizuschalten. Ich werde sie direkt freischalten und wir werden direkt in das Game mit der neuen Tarnung gehen. Ich freue mich. Und wir bekommen morgen übrigens auch noch das Vortex-Event, wo wir diese animierte Wurmtarnung freischalten können, indem wir einfach EP sammeln und da können wir dann Step für Step die ganzen Items freischalten und am Ende haben wir dann eine animierte Wurmtarnung, die ein bisschen ekelhaft ist, aber egal, ich werde sowieso dann die andere Tarnung spielen, denke ich mal. Das war es jetzt auch mit den ganzen Infos, die ich für euch habe. Wie gesagt, Leute, heute 16 Uhr kommt der Trailer zu Rebirth Island raus. Ich werde direkt ein Video machen und nachdem das Video dann hier online ist, um 17.30 Uhr oder 17 Uhr oder sowas, werde ich dann auch online kommen. Wir werden live reingehen. Ich bin auf lila Flamme, Crim 3, kurz vor, ja, nicht kurz vor Schillernd, aber 9300 Punkte habe ich und mit 10.000 kommt man ja in Schillernd rein. Ja, das ist noch mein Ziel in dieser Season. Werde ich auf jeden Fall schaffen, sage ich. Leute, das war's jetzt mit dem Video. Lasst ein Like da für Rebirth Island. Lasst ein Abo da für mehr Call of Duty Videos von mir in der Zukunft. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream heute, Leute. Haut rein, bis dahin und ciao.